Gespenstische Zustände auf Deutschlands Flughäfen. Wie auch der Köln-Bonner Flughafen sind alle 18 internationalen Flughäfen in Deutschland noch bis mindestens Sonntag 14 Uhr gesperrt. Nichts geht mehr im Luftraum. Eine solche Sperrung gab es das letzte Mal vor 47 Jahren. Es ist nicht auszuschließen, dass die Sperrungen des Luftraums über Deutschland auch noch weiter anhalten könnte. In Teilen Frankreichs und Italiens bleibt der Luftraum sogar bis Montagmorgen gesperrt.